Jo meine Freunde, was geht ab und wir reagieren heute endlich mal wieder auf ein neues Video und zwar auf einen, ja, wer wird Millionärbetrüger? Ich bin sehr gespannt, ich kenne eine deutsche Version, wie man eine gehustet hat im Hintergrund und dann wusste man halt dann, dass es die richtige Antwort ist oder so und das ist halt auch nachträglich erst aufgefallen, dass da immer wieder wer gehustet hat bei der richtigen Antwort beim Vorlesen und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, ob das genau dieser Fall ist oder doch etwas ganz anderes, also abonniert doch gerne unseren Channel, lasst doch gerne Daumen rum da und schaut doch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei, Links sind wie mal unten in der Bio, it's_tobi oder auch gerne auf itu_jt, los geht's! Charles Ingram sitzt bei der britischen Version Charles von Wer wird Millionär. Okay. Nur noch eine einzige Frage trennt ihn von 1 Million Pfund. Er hat keinen Joker mehr. Das, ja. Eine 1 mit 100 Nullen wird wie genannt? A. Google. Ja. B. Megatron. Google. C. Gigabit. D. Das hätte ich gewusst, das ist Google natürlich. Nanomole. E. Bibis Kontostand. Also. Just kidding. Charles wirkt so, als hätte er keine Ahnung. I think it's a Nanomole. Nein, es ist ein Google. But it could be a gigabit. And I have to say, I don't think I've heard of a Google. Doch nur wenige Sekunden später ändert Charles seine Meinung. Obwohl er noch nie von einem Google gehört hat, ist er sich plötzlich ganz sicher. I really do think it's a Google. Die Spannung im Studio ist kaum auszuhalten. Wird er der dritte Millionär in der Geschichte drei der Show? Drei gibt's gerade mal. Ist es ein Google? You just won 1 million! Doch das Geld wird Charles Ingram niemals zu Gesicht bekommen, denn er ist ein Betrüger. Gemeinsam mit zwei Komplizen im Studio hat er die gesamte Show hinters Licht geführt. Aber wie? Doch, es ist die Folge! Es ist das mit dem Husten. Ich wusste es. Ich bin sehr gespannt, wie sie das angestellt haben. Und die komplette Story weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass immer jemand bei der richtigen Antwort gehustet hat. Aber gucken wir uns mal an. Ist natürlich ein toller Channel, wie gesagt. Ich liebe auf die Videos von ihnen zu reagieren. Ist auch passend, die hatten ja jetzt gestern ein Spezial oder so, oder vorgestern. Kennt wahrscheinlich jeder. Hierzulande moderiert von der absoluten Legende Günther Jauch. Tatsächlich existiert es in über 100 Ländern. Charles Ingram tritt am 9. September 2001 bei der britischen Version an. Bei der Auswahlfrage ist er der schnellste und setzt sich gegen 7 andere Kandidaten durch. Das war vermutlich noch nicht betrogen, weil da kannst du nicht stark betrügen. Von 1 Million Pfund. Umgerechnet knapp 1,6 Millionen Euro zur damaligen Zeit. Seine Frau Diana sitzt im Publikum. Der Moderator Chris Tarrant legt los und Charles verballert in den ersten 7 Fragen direkt 2 seiner 3 Joker. Ei, sieht an diesem Abend nicht wirklich gut aus für Charles. Noch 8 Fragen bis zur Million und nur noch den 50-50 Joker übrig. Frage 10 wird dann schon wieder schwierig. Es geht um 32.000 Pfund. Die Frage ist, wer im Jahr 2000 das Hit-Album Born to Do It veröffentlicht hat. Die Antwort ist natürlich Craig David. Ich meine, wie toll ist das? Charles hat mal wieder so gar keine Ahnung. Der 50-50 Joker muss her. Ui, A1 und Craig David bleiben stehen. I think it's A1. Charles' Frau Diana wirkt unruhig. Sie weiß das, Craig David. Sie weiß das, Craig David die richtige Antwort. Wer weiß das natürlich nicht? Ich meine, wer weiß das nicht, wenn in 2000ern mal irgendwann ein gutes ein Album gedroppt hat? Ich meine, wisst ihr das nicht? Die Antwort ist, immer wieder wirft sie einen nervösen Blick zu den anderen Kandidaten, als erwarte sie etwas. Als nichts passiert, probiert sie ihr Glück. Charles scheint trotzdem auf A1 zu verharren. Diana versucht es nochmal mit einem filmreifen Husten. Diesmal hat Charles es gecheckt. Er entscheidet sich kurzerhand für Craig David, von dem er noch nie was gehört hat. 80% of the time I'm wrong when I guess, so. Now I'll go Craig David. Yeah. You just won 32.000 pounds. Ach, du heilige Scheiße. Keinen Joker mehr und muss noch 5 Fragen bis zur Million. Die gehen natürlich jetzt bei Frage easy. 11 wird eine Sportart gesucht, bei der jährlich das Spiel Gentlemen vs. Players ausgetragen wird. But I think it's cricket. But I'm not sure. But the reason I think it's cricket is because schon wieder ein Husten, aber dieses Mal nicht von Charles' Frau. Tagwin Whittock sitzt mit Charles in der Reihe der Kandidaten, zu denen Diana sich immer wieder nervös umschaut.
Die Ingrams und Tequin kennen sich. Am Abend zuvor sollen die drei gemeinsam den Betrug ausgeklügelt haben. Charles soll so häufig wie möglich durch die Antwortmöglichkeiten gehen. Bei richtigen Antworten platzieren Whittock oder Diana authentische Huster. Das wäre dann andersrum wahrscheinlich genauso gegangen, wenn es der zweite gewesen wäre. Ist natürlich eigentlich legit 100 IQ, wenn es halt nicht so auffallen würde, dass immer nur die drei gleichen husten, oder die zwei gleichen husten, wäre das eigentlich sogar 100 IQ gewesen von den beiden oder von den dreien. Frage 11. Charles wiederholt seine Antwort nochmal, um sicher zu gehen. I think if I had to guess and I can, I think I'd take cricket. Und schon wieder ein auffälliges Husten von Whittock. Sein Mikrofon wurde in diesen Aufnahmen hervorgehoben. Whittock hilft Charles auch durch Frage 12, 13... Es hätte Whittock schaffen müssen. Der Mann weiß doch alles. Das ist ja ein Wahnsinn. Dieser Mann weiß alles. Und 14. Wenn Whittock eine Antwort mal nicht weiß, fragt er einfach seinen Sitz. Ach, come on, das ist ja ein fetter Betrug. Dass du sofort rankommst und kurz nochmal sicher gehst, dass Bielefeld wirklich nur ein Hoax ist. Nun zur 1 Million. Das ist 100% ein Google. Das weiß man nämlich auch von der Story, wie Larry Page oder wie die Google erfunden haben. Und das war einfach nur ein Schreibfehler, weil sie das auch Google nennen wollten und sich dann aber vertan haben oder nicht genau das Wort wussten und dann Google genommen haben. Und ja, das ist, weiß man auf jeden Fall. I really do think it's a Google. But you thought it was a nanomole. I'm sure it's Google. I think it's a Google. Er sagt dreimal hintereinander Google. Jedes Mal hustet jemand. Ich meine, natürlich im Publikum und so weiter, mit dieser ganzen dramatischen Musik und so, hört man das vielleicht nicht ganz so. Aber, ach, das ist halt schon ein Wahnsinn, oder? I'm going to play Google. Dann antwortet Charles Ingram richtig und gewinnt 1 Million Pfund. You just won 1 Million! Die Freude ist nicht mehr so riesig, weil er eh genau wusste, dass er die Frage... Das viele Geld war nur von kurzer Dauer. Schon während der Sendung vermuteten mehrere Angestellte im Studio, dass etwas nicht mit rechten Dingen zu sich geht. Als die Tonspuren dann ausgewertet wurden, war man sich sicher. Charles Ingram, Diana Ingram und Tequin Whittock haben über gezieltes Husten miteinander kommuniziert. Charles und Diana wurden zu Freiheitsstrafen von je 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem mussten sie... Gefängnis? Okay, Bewährung trotzdem. Eine Geldstrafe von 15.000 Pfund zahlen. Tequin Whittock wurde zu 12 Monaten auf Bewährung verurteilt und musste 10.000 Pfund Strafe zahlen. Bis heute beteuern alle verdient drei ihre Unschuld. 2015 erschien ein Buch zur damaligen Sendung, das ebenfalls behauptet, dass das Trio nicht betrogen hätte. Whittock habe während der Sendung knapp 192 Mal gehustet. Allerdings nicht nur bei richtigen, sondern auch bei falschen Antworten. Außerdem hätte Ingram die Huster gar nicht hören können. Auch dem Moderator Chris Tarrant sind die Huster in keinster Weise aufgefallen. Naja, nichtsdestotrotz haben ausführliche Huster-Analysen ergeben, dass das Ganze schon ziemlich auffällig war. Nach dem Skandal wurden Charles und Diana zu britischen Promis. Sie nahmen gemeinsam bei einer anderen Quizshow namens The Weakest Link teil. Außerdem waren sie bei Hell's Kitchen und dem britischen Äquivalent von Frauentausch dabei. Wer wird Millionär? Hat eigentlich dann seine gute Sachen. Ich meine, die Millionen haben sie wahrscheinlich noch nicht erwirtschaftet mit diesen Trash-Sendungen. Aber trotzdem, ich meine, muss man auch mal schaffen, was Positives aus so einer negativen Sache zu ziehen, ist halt schon, ja. Die Quizshow. Irgendwie skurril. Ja, auf jeden Fall. Charles ziemlich cool. Und seine beiden Komplizen es fast geschafft haben, 1 Million zu erbeuten. Mit einem so stumpfen, irgendwie billigen Trick. Ja, ich meine, billig ist es in dem Fall nicht. Cheers. Cheers. Oh, gut gemacht, muss man nicht sagen. Sehr, sehr, eine sehr coole Story. Ich kannte sie teilweise schon. Wusste nicht, dass da noch ein Dritter involviert war. Also ich habe da keine Ahnung. Aber war von Ding her nicht ganz dumm, muss man sagen. Aber trotzdem, ich meine, war klar, dass das irgendwie auffallen wird. Also, was ist eure Meinung? Schreibt sie unbedingt gerne in die Kommentare. Und ja... Wird das, glaubt ihr, nochmal jemand probieren? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt nicht noch besser aufgepasst wird. Wenn ihr gerne den Channel kostenlos und lasst doch gerne Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.
I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want.